Willkommen zurück zu Elden Ring. Was machen wir in dieser Folge? So viele coole Sachen passiert in letzter Zeit. Ich denke mal, bevor wir hier das Gebiet verlassen. Das hier sieht noch ganz interessant aus, oder? Auch, dass wir da mal wissen, was da los ist. Das wäre eigentlich das, was ich ganz spannend fände. Ich mag es mal ganz gerne, so Gebiete abzuschließen. Einfach dann ganz hinter sich. Dann vergisst man das nicht, aber auch narrativ passt das ja manchmal ganz gut. Ansonsten hat sie natürlich jetzt angeboten, dass wir in die unterirdische Stadt gehen, um uns da mit Blythe zu treffen. Und der ist da unterwegs, da wollten wir eh noch hin. Das ist jetzt für Rani. Mit der wir jetzt anscheinend da zusammenarbeiten. Fühle mich übrigens da ganz wohl mit aktuell. Fast ein bisschen zu wohl. Das ist ja das bei Souls spielen und From Software spielen. Eigentlich ist das zu gut, um wahr zu sein. Der Blythe ist ein netter, der EG ist ein netter. Gut, dieser komische Diluvia-Typ ist ein Arschloch, aber mein Gott. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber Rani auch. Und das hat aber auch schon vorher. Nicht nur, dass die Personen an sich nett sind. Dass sie mich vielleicht in so eine Falle locken. Auch von der Lore, die wir bisher mitbekommen haben, finde ich, dass Karia so, naja, die Guten ist ein bisschen schwierig, aber zumindest nicht als die Arschlöcher dastehen. Deswegen war die Entscheidung relativ leicht. Und da wird noch irgendwo ein Haken sein. Der Seduvia-Typ ist, der ist komisch. Also, der ist ein Arschloch, das ist eine. Aber der wollte auch gleich, dass ich der Nephili so einen Trank verabreiche. Das habe ich jetzt erstmal abgelehnt, weil das... Warum sollte ich das? Ich habe mit der eigentlich jetzt keinen Stress. Es wirkt eigentlich alles ganz nett soweit. Ich mache hier mal wieder so einen Skarabeus. Wir warten hier mal kurz. Der macht eine Runde durch die ganze Map einmal. In 17 Stunden ist er wieder da. Rauchreifstampfer. Hab ich eben noch was anderes gesehen? War nicht ein Ort der Gnade irgendwo? War es wirklich nur das, die Funken von dem Skarabeus, die ich gesehen habe, wahrscheinlich? So, wenn wir dieser Schlucht folgen, ist da hinten noch eine Höhle. Hier kommen wir zurück in das andere Gebiet, zur Kirche von Bellum. Da geht es schon auch noch weiter. Prinzipiell wollen wir immer noch den Schlüssel finden. Da bin ich nicht ganz sicher, wie wir das machen. Aber hier haben wir jetzt wirklich eigentlich alles relativ, ich finde, relativ sauber abgegrast. Seluvis heißt ja übrigens nicht Seluvia. Seluvis. Ja, hier haben wir ja noch einen, hier haben wir ja noch gleich einen Ort der Gnade. Ich schaue mich mal hier um. Ist der EG eigentlich dann weg hier? Ne, ist immer noch da. Vielleicht irgendwie noch mal genug Sachen fürs Upgrade gefunden. Well, as war counselor or as blacksmith. Hm. Kannst du ein bisschen was erzählen? Das ist ja ganz gut. Wir gucken erstmal kurz, ob er uns was Schönes verkauft. Nur die Dunkelschmiedesteine und das Filigranwappen, was ich auch nicht brauche. Schmiedestein 5 brauchen wir, okay. Dann sag mir noch ein bisschen was über Blythe zum Beispiel. Blythe? Is Lady Rani's stepbrother. Oh. Rani's mother, Queen Renala, approved of him, and they played like siblings from childhood. They were always happy to have me tag along as well. When Lady Rani renounced her flesh and chose the dark path of the Empyrean, Blythe and I swore allegiance as vassals. But none of us will ever forget our earliest days together. Promise to look after Blythe for me, will you? The man is honest to a fault. But fortunately, now he has you.
Das klingt doch schon wieder ganz nett für den Blythe, ein ehrlicher Mann. Die sind Stiefgeschwister. Und Rani ist die Tochter von Renala. Ist dann Blythe der Sohn. Aber von wann denn? Von vorher oder von nachher? Also bevor sie verheiratet waren? Hören wir was über Nokron mal. I take it you've heard of the eternal city of Noxstella. Well, it has a twin, known as Nokron. The other eternal city. After years of expeditions, we've determined the location of Nokron by going underground through the well in the Mistwood of Limgrave. You can see Nokron up above. Only we've failed to find a path leading to the city. Blythe's made a good go of it, but I'm afraid this has him quite stumped, to be honest. I'm not sure where to go from here. I take it you've heard of the well. After years of expeditions. Ja, danke. Nicht nochmal von vorne alles. Also ich meine, die war mit Radagan zusammen, verheiratet, die Renala, und dann ist das ein Sohn von ihm und Marika oder was? Oder noch jemand ganz anders? Something. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das war diesen hier, genau. Also diese Leute aufgetaucht sind. Eigentlich bin ich hier lang geritten schon und habe das meiste schon gesehen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich hier gerne angucken möchte. Obwohl wir wirklich da. Das ist wirklich das Naheliegendste. Die Geschichte mit Blythe und Nokron. Wir wissen ja schon, wo der Aufzug ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich beim ersten Mal da gemacht hatte. So, ich möchte eigentlich hier lang reiten und das erkunden. Habe ich noch. Ja. Die droppen immer relativ gute Runen hier, deswegen. Wie spawnen die eigentlich, diese Heißluftballons? Die Wetterballons? Eine 6 und ich weiß gar nicht, wie viel die 6er Rune bringt. Gucken wir nachher mal. Nicht getroffen. Okay. Kann ich jetzt bitte anvisieren? Danke. Falsche Taste. Nervt mich nicht. Auf euch habe ich keinen Bock. Dann habe ich mir die Mitte. Ups. Mir die Mitte eigentlich hier schon 50 angeguckt? Nee, anscheinend nicht, weil hier ist ein Ring, ein Ort der Gnade, den ich noch nicht entdeckt habe. Es gibt garantiert noch ein paar Orte, die ich einfach komplett übersehen, vergessen oder sonst wie ignoriert habe. Oh, hier wieder ein kleines Rätsel. Das letzte habe ich schon so geil gelöst. Ich war so stolz auf mich. Sucht drei Weise. Ach, das ist ja wieder das Gleiche. Wieder so drei Geisterschildkröten. Du bist keine Weise. Das ist damit nicht gemeint. Ihr seid nicht weise, wir sind weiß. Kann ich mal aufhören, aus dem Boden zu kommen? Und so komische Zöger zu sterben? Wieder alles weird hier.
Der hat eine andere Farbe gehabt, oder? So wirklich manchmal vorhin weise. Das ist ja nur, funktioniert nur mit Deutsch, ja. Oder die, ich habe jetzt wirklich welche mit anderen Farbe gehabt, was irgendwie wichtig ist, weil eine Schildkröte sehe ich hier keine einzige. Was sind denn noch weise Tiere? Habe ich mir das eingebildet? Die sind alle so bläulich. Der auch. Die auch. Der eine war eben weiß. Und wie gesagt, das ist natürlich... Ah ne, da war die Schildkröte, never mind. Wäre völlig überdacht, den ganzen Kram. Eins. Vielleicht spawnen die aber auch erst, nachdem man ein paar von den anderen umgelegt hat. Das könnte theoretisch sein. Aber ich glaube, die werden einfach hier irgendwo rumeiern. Müssen sie nur finden. So weit weg wird es nicht sein. Sind wir mal ganz schön versteckt. Man muss wirklich erst was machen, damit die erscheinen. Ich glaube, das ist es, weil... Sonst hätten wir auch schon mehr gesehen. Puh, ich verhau einfach mal die Viecher hier. Zweifelsfall einfach Leute umbringen. Wenn man nicht genau weiter weiß, lass ein bisschen Leute umbringen. Vielleicht spawnen die aber auch erst ähnlich wie die Typen, wenn ich in der Nähe bin. Das heißt, ich muss so ein bisschen... Bin ich auf dem Sack? Hoodies. Nur weil er auf. Da kommen immer neue raus. Also so spannend ist es jetzt nicht. So geil, wenn man einfach. Das ist immer gefährlich in Souls. Wenn man denkt, so, ja, ich mache hier mal ein bisschen was. Hier kommt jetzt irgendwie keine Schildkröte magisch. Oder keine magische Schildkröte. Oder keine magische Schildkröte magisch. Und hat den vielleicht spawnt. Der war schon weiß. Das bilde ich mir doch nicht ein. Und weiß sind auch, war die Farbe zumindest letztes Mal, glaube ich, von den Schildkröten. Ja, nee, doch nicht. Vielleicht muss ich die richtige Farbe von denen verhauen. Und dann kommt eine Schildkröte danach an seiner Stelle. Mal ganz kurz hier wach. Die sind blau, blau. Ich überdenke das wahrscheinlich völlig. Ich muss sie einfach nur sehen und ich sehe sie nicht, weil ich... Das ist wirklich mal eine gute Frage. Ich übersehe manchmal leicht Sachen, aber so leicht. Das Baumschildkröten. Die berühmten Baumschildkröten. Das ist ja, glaube ich, gar nicht weiß. Das sieht irgendwie nur, weil er im Licht steht, so aus und nicht, weil er im Dunkeln vor sich hin glüht, wo es auffälliger ist.
glaube ich, der einzige Grund, warum mir das so aufgefallen ist. Ich meine, wenn man so Sachen überinterpretiert, wenn man dann nach Mustern sucht oder was erkennen möchte. Hier wäre man hochgekommen. Ist ja interessant. Ist ja kein Zufall, das muss ich mir gleich mal angucken, wo das hinführt. Oder wo man da herkommt. Ist ja alles voll mit denen hier. Das ist wahrscheinlich eh nur so ein blöder Turm, wo ich oben einen Speicherstein bekomme. Der mir halt völlig egal ist. Das ist wie bei Seluvis Turm gerade eben. Vielleicht gab es irgendeinen Hinweis bei der Schildkröte, als ich sie getötet habe. Den ich übersehen habe. Dass da irgendwas in der Nähe war. Bei der Schildkröte. Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Ernsthaft. Der stirbt immer so verzögert. Das ist, glaube ich, wenn einer ein Hinweis ist, dann der. Das passiert bei keinem anderen. Man haut den und dann so eine halbe Sekunde später stirbt er erst nach dem letzten Schlag. So als würde das laggen. Aber das tut es ja nicht, weil sonst passiert es ja nicht bei den anderen. Voller Blut. Bin ich nicht voller Blut von diesem Geisterblut oder was? Geisterblut sieht anders aus, habe ich mal in einem Film gesehen. War die Frau voll damit. Es war nicht rot. Die Männer sahen eigentlich auch nicht aus wie Geister, jetzt wo ich drüber nachdenke. Naja, komischer Film. Habe ich auch nicht verstanden. So. Obwohl sie so geschrien hat. Also sie hat sich schon von den Leuten erschreckt. Also ich, ja. Ich will jetzt aber hier nicht weg. Ohne die blöde... Ich fand das so schlau jetzt mit diesem Typen, den ich da umgebracht habe, dass der so gelaggt hat. Das ist doch kein Zufall. Und jetzt bringt es aber auch nichts. Nirgendwo Schildkröte. Wo Schildkröte? Ja, steigt noch langsamer ab. Bin ich vielleicht nur mit meinem eigenen Blut voll. Das ist es. Ja. Würde nur erscheinen, wenn ein Gebiet relativ frei ist von denen. Aber vorhin stand die auch in der Nähe von so einem Geist. Und ich habe jetzt auch schon Gebiete, wo weniger von denen sind. Das kann also auch nicht ganz stimmen. Die wachsen auch sehr schnell wieder nach. Das ist es auch nicht. Das Gefühl, es werden immer mehr. Drei weise Bestien. Er ist schon wieder so komisch verzögert gestorben, aber ich glaube langsam, das ist einfach nur irgendeine Art von Fehler. Wo es ungewöhnlich wäre. Vielleicht darf ich auch, nachdem ich so einen gekillt habe, so einen Laggy Boy, keinen anderen töten. Da spawnt eine Schildkröte. Was ich mir für Geschichten ausdenke. Da spawnt eine Schildkröte und die muss ich finden. Sobald ich einen anderen verhaue, nach dem Laggy Boy, dann despawnt die Schildkröte wieder. Das war vorhin wahrscheinlich auch nicht der Fall, oder?
heißt. Ich jetzt aber mal. Okay, der ist direkt gestorben. Der auch. Wo ist eigentlich meiste Zeit hier hinten war? Jetzt halt du. Auch sofort tot. Ich auf eine bestimmte Art und Weise killen muss. Mit. Wo die. Überlegt, ob man vielleicht auch von denen angefallen werden muss. Um das ein bisschen schön zu reden, dass ich. Von denen getroffen werde. Wenn es so viele sind, findet öfter mal einer im Winkel. Nein, nein. Boah. Der Tag langsam schon zu Ende geht. Also, du wirst noch einen finden, wo das so verzögert ist. Und danach verabschiede ich mich sonst hier. Weil offensichtlich bin ich zu doof dafür. Stopp mal, Bestien. Gibt es nicht was, womit man Bestien anlocken kann? Also das Deutsche anlocken, nicht das Englische anlocken. Weihwassergift, Frost, Schlaf. Bestienköder. Lockt nur Bestien an. Es verbraucht meine schönen Bestienknochen. Werfen, um einen roten Schatten zu erzeugen. Die Illusion bringt Tiere dazu, sie anzugreifen. Das hat so ein, eigentlich nur damit zu tun, im Fight, um als Ablenkung zu dienen. Aber theoretisch könnte es ja auch andere Bestien andocken, oder? Voll neblig geworden. Nee, hier war vorhin eine. Vielleicht muss ich ja nicht sagen. Hier war eine. Das heißt, entweder ist es gut, an der gleichen Stelle das nochmal zu machen, oder gerade nicht hier, weil hier schon eine Schildkröte aufgetaucht ist. Ich gehe mal hier hinten hin. Und werfe da so ein Ding. So, hier jetzt so. Ich fand das so eine schlaue Idee. Ich habe so viele schlaue Ideen. Die werden nicht belohnt. Ja gut, dann lassen wir das halt jetzt hier. Schade. Ich will noch mal kurz zurück. Hier, guck, das war so verzögert. Nicht irgendein komischer Mini-Fehler, der nicht wichtig ist. So, aber jetzt gucke ich gerade mal im Kreis. Jetzt ist nämlich die Schildkröte gespawnt. Ich spüre das. Die sind komplett angemalt. So, wo ist es jetzt? Schildkröti, Kröti, Kröti.
Oder wir müssen auch was mit dem Turm machen, dass da noch eine Illusionswand ist oder so. Das glaube ich allerdings auch nicht. Wir müssen das Rätsel lösen, ja. Oh, ich hab Sachen. Ich kann Sachen da drin zerhauen. Sehr geil. Ah! Coolie. Oh, ist das hier eher auf gleicher Ebene? So geschickt da oben lang. Geschlichen. Ich mach Sachen im Turm kaputt. Ist das nicht toll? Schildkröte, wie ich glaube schon, wie oft habe ich schon gesagt, dass ich hier weggehe? Noch im Combat, das auch noch. Ob ich die alle, ob das Pausieren, das Rasten, das resettet? Ob die nur nachts spawnen? Das wird sein. Also, oder nicht nachts? Oder, weil ich war doch vorhin, war es die Tageszeit? Jetzt ist es Nacht. Sind jetzt überhaupt keine hier. Das ist ja völlig weird. Doch, jetzt da eine. Eine. Okay, ich höre noch mehr. Die Schildkröte war das letzte Mal hier. Tagsüber war ich ja unterwegs. Da war nix. Den ganzen Tag da im Kreis geritten. Na, ja, fuck off. Kurz, damit ich hier out of combat bin und auf die Karte gucken kann. Okay, ich will eigentlich wieder da oben hin. Fucking Testosturm. Geht mir auf die Testikel. Der Turm. Also stopp mal, das andere, weil das auf der anderen Seite da raufkommt, ne? Um, ob wir noch irgendwas Offensichtliches in der Umgebung machen wollen. Sieht aber nicht so aus. Eigentlich ist mein Plan, hier oben auf dem Felsplateau Richtung Süden zu reiten. Moin. Was Wichtiges hier? Das sah eben so abgefahren aus. Das ist ein normaler Reiter. Oh! So war es wieder mal. Sag ich schon lange, das will ich jetzt. Wer gehört denn alles dazu?
Steine nerven ganz schön. So ein Billigzauber. Eine Scheiße. Wagen anhalten. Der Reiter kommt auch gleich noch mit dazu. Das ist kein Problem, aber bleibt mal kurz hier stehen, Brudis. Meine haben sich dann dazu entschieden, stehen zu bleiben. Das heißt, wir können hier mal aufräumen kurz. Jetzt fahren sie weiter. Ich habe gedacht, es reicht jetzt wieder Pause. Stopp mal, bleibt mal wieder stehen. Ich will nicht, dass die mitten im Kampf dazukommen, das nervt. Außerdem müssen wir ein bisschen aufräumen. So, Entschuldigung, ich bin schon da. Bisschen gedauert. Bisschen gemein, weil so viel können jetzt ja nicht machen hier. Getroffen. Jetzt? Wir waren nicht mehr voller Blut. Ist mir gerade aufgefallen, deswegen musste ich mich da kurz drum kümmern. Wir waren tatsächlich nicht mehr voller Blut. Karianisches Ritterschwert. Die mit dem Blauen nehmen immer so Magieanteile, ne? Das ist das Trollritterschwert, das große. Das karianische Ritterschwert mit Weisheit. So.
Die Schwerter verliehen den Rittern durch Zauberei verstärkte Kampftalente. Obwohl es nicht einmal 20 Ritter gab, waren selbst die goldenen Helden dieser Macht nicht gewachsen. Okay. Dann haben wir noch ein Kristallschwert. Die Kristallianer verfolgen ein klares Ziel. Sie beschützen ihre Kristalle bis in den Tod. Manche vermuten, sie warten auf die Rückkehr ihres Schöpfers, damit er neue Gefährten formt. Ich möchte einmal hier und da vorne dann links. Da waren wir auch noch nicht. Na dann. Schimmerstein. Der wurde in meine Kiste ins Lager getan. Habe ich ja von mehr als 100 oder was ist dann die maximale? Ja, das ist ein bisschen ätzend. Da oben ist ein Hampelmann. Von wo schießt der? Komm da gleich vorbei. Ja, genau. Ich komme da gleich hoch, Brudi. Keine Sorge. Das noch schneller war als mein Angriff. Mal kurz, bevor ich hier unten weit. Dann noch so ein Kürbiskopf, alles klar. Darum geht's aber gerade nicht. Von wo wird geschossen hier? Ist das, oder? Nee. Ups, das habe ich ein bisschen viele gepult auf einmal. Das sind halt solche billigen Hampelmänner. Der hat auch gar nicht reagiert. Okay, jetzt sind wir noch hier unten. So. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Der sieht aber voll nett aus. Der sieht ein bisschen arg verfilzt aus und so. Ist ein bisschen. Aber ansonsten. Eigentlich ganz nett aus. Sehr schön gemacht. Das tat weh. Ja, teilweise eine ganz coole Rüstung. Ich will nicht so ein Federhelm tragen, aber ein paar andere Sachen sehen ja ganz gut aus. Droppt er leider auch nicht. Wenn ich natürlich eine bestimmte Rüstung haben wollen würde, vielleicht muss ich mich nochmal angucken, kann ich natürlich wieder ein paar Gegenstände, die die Drop Rate erhöhen. Der ist jetzt so. Der macht immer gar nichts. Okay. Der braucht mir lange, um zu checken, was los ist. Oh, nee, da. Nein, noch eine Kombo.
Na, wird das kommen? Oh, Schmiedestein 4. Ich glaube, ich brauche fürs Uchigatana schon Schmiedestein 5. Aber können wir ja immerhin dann vielleicht für den Flegel benutzen. Musik ist gerade ein bisschen schwieriger geworden. Vielleicht keine Gegner mehr gerade in der Nähe. Schon daneben hauen. Aber nicht so eine. Weak Point gewartet, aber vielleicht ziemlich ohne Kopf. Mir fehlt eh die Hälfte von den Typen. Aufgeladen. Geht hier lang. Nicht den goldschimmernden Code vergessen. Auch mal was Schönes droppen. Die vier Glockentürme. Bevor wir da hingehen, erstmal die Ecke hier noch anschauen. Nee, da scheinen wir auch nichts Wichtiges übersehen zu haben, außer vielleicht diesen Turm da, diese Kapelle.
hier einen Steinschwertschlüssel, um das zu aktivieren. Magischer Schwertschlüssel, gar nicht Steinschwertschlüssel, sondern magisch. Lass mal nein, weil da hinten sind auch noch welche. Muss mal kurz Überblick verschaffen. Wie viel habe ich denn von magischen Schlüsseln? Das sind jetzt 4 Türme, die alle so ein Portal haben. Vielleicht ist die Ausrichtung wichtig, wo die hinzeigen. Die werden mich irgendwo hin teleportieren. 1, 2, 3. Und dann der 4. Oh, der 4. braucht gar keinen. Fangen wir doch damit mal an. Gönnen uns hier erstmal kurz einen Respawn-Punkt. Ich will aufsteigen. Wenn wir schon da sind. Mal wieder Geschick mitnehmen. So. Ein magischer Schwertschlüssel. Hä? Guck. Einer. Ich hatte keinen davon bisher. Das kommt mir ganz neu vor. Das heißt, wir haben jetzt einen und müssen genau überlegen, welchen von diesen Türmen wir aktivieren. Stand da ein Hinweis? Also. Das ist aber ein Stein. Ist das auch ein magischer? Mal gucken, was hier steht. Spitze der Erwartung. Spitze ist doch ein Hinweis. Peak. Zerfallene Lande. Wo ist der letzte Turm? 1, 2. Gerade nicht mitgenommen, den hier unten direkt. Ewiger Nachthimmel. Das klingt ja alles sehr einladend. Welcher zeigt denn... Vielleicht geht einer zu der Insel hier, wo ich hin möchte. Das ist Südosten. Welcher zeigt denn nach Südosten? Ja, der zeigt nach Südosten, aber er zeigt eigentlich auf die Insel. Also auf die. Ja. Der zeigt in die Richtung. Der Turm. Falls es überhaupt von Belang ist. Oder es geht in die andere Richtung. Es ist natürlich auch noch möglich, dass es eigentlich in die Richtung geht. Das wäre Richtung Norden. Da scheint mir aber auch nichts, ehrlich gesagt. Dann Richtung Süden. Der Turm zeigt... Probiert jetzt in einen Turm aus. Den hier. Wir haben, glaube ich, nur einen, oder? Nicht, dass ich mal einen eingesammelt habe und das nicht gecheckt habe. Ist wahrscheinlich ein Schlüssel-Item. Ist der Schlüssel ein Schlüssel-Item? Der Schlüssel ist ein Schlüssel-Item. Zerbricht das Siegel der Wichtstatuen, die in den Glockentürmen verankerte Portale bewachen. Der Schlüssel bleibt nach Benutzung in der Statue und kann daher nur einmal verwendet werden. Überlegt euch also gut, wann ihr ihn benutzt. Ha! Wie gemein. Ja. Okay. Erstmal... Bitte
Das war halt hier neu. Das können wir ja schon. Wie habe ich das letzte Mal verpasst? Was habe ich denn da gemacht? Dass ich hier nicht. Kam ich hier nicht hoch? So. Was zeigt denn die Richtung? Oder geht's da rein? Es geht eigentlich eher da rein. Mal gucken, wo wir, rauskommen. Ob wir nach Nordwesten reisen, nach Südosten oder irgendwo hin, was gar nichts damit zu tun hat. Nokron. Ich wollte doch hier mühsam durch den Brunnen und habe mir alles genau überlegt. Jetzt sind wir einfach mal sofort, wo wir eigentlich hin wollten. Okay, das ist nicht das, was ich geplant hatte. Und wir sind einfach mal ganz woanders. Wir sind in Nokron, der ewigen Stadt. Übrigens sehr cool gerade. Okay, ich bin, also enttäuscht mich jetzt nicht wirklich, weil das sieht ja mal extrem geil aus. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich hier mal Nokron, die ewige Stadt, erkunden. Da freue ich mich drauf. Das wird gut. Und vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. War eine coole Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao.